Lol. Glatzmatz, Glatzmatz. Ja. Ich muss das nochmal hören. Denn da so grimmig drein? Aber natürlich, es ist Glatzmatz, der Gartentroll. Glatzmatz, Glatzmatz, hässlich wie die Nacht. Da kann man mit dem reden, auch wenn er mich verprügelt hat, keine? Freunde? Na nein, nicht schon wieder. Okay, ich rede nicht mehr mit ihm. Verdammt! Jetzt bin ich doch glatt wieder ohnmächtig geworden. Ich habe nicht mal mehr seine Antwort mitbekommen. Ich gehe erst dahin. Oh, cool. Ah, geil. Was haben wir denn hier? Was für ein hässliches Nest. Was muss zu einem extrem hässlichen Vogel gehören? Große Schnabeltierfibel, dritte Auflage. Dritte Auflage schon. Finger weg! Die Fibel ist nur für Mitglieder des Schnabeltierclubs. Auch wenn sich alles in mir sträubt, diese Frage zu stellen. Wie kann ich gleich Mitglied im Schnabeltierclub werden? Ganz einfach. Ich habe Probemitgliedsausweise in den Glückskeksen des Restaurants versteckt. Ah, das mal wieder okay. Beweist, dass Glück ein sehr subjektiver Begriff ist. Schnabeltier, Schnabeltier, ich wünschte, ich wäre heute bei dir. Oh ja. Was hatten wir noch zu sagen? Schnabeltierparadies. Was kann ich Schnabelhaftes für Sie tun? Find schlumpfig immer noch besser als Schnabeltierhaftes. Aber ist okay. Was zum Kuckuck ist denn das hier bloß für ein Laden? Es ist ein Souvenirshop. Wir haben alles, was das Touristenherz begehrt. Schnabeltier-Großkarten, Schnabeltier-Pralinen, Schnabeltier-Mützen, Schnabeltier-Rückenkratzer, Schnabeltier-Schmuck, kleine Schnabeltier-Repliken für den Kamin, Schnabel-Kuscheltiere, T-Shirts mit lustigen Schnabeltiersprüchen und Musikdatasetten mit Schnabeltierlauten. Tja, da bleibt kein Wunsch offen. Ich nehme ein Schnabeltier... Ein Schnabeltier-Kuscheltier. Kann es sein, dass du Schnabeltiere magst? Sieht so aus, hm? Schnabeltiere sind meine Lebensgrundlage. Wenn man weiß, wo man sie findet, kann man ein kleines Vermögen verdienen. Indem man Rückenkratzer an Touristen verkauft? Du hast ja keine Ahnung. Aber ich beliefere zum Beispiel auch das Schnabeltier-Restaurant. Und außerdem bin ich Buchhalter für Schnabeltierkampfwetten und Leiter des Schnabeltierclubs. Schnabeltiere sind sogar die Inspiration für meine Poesie. Du schreibst Schnabeltiergedichte? Ja, hauptsächlich für Grußkarten. Okay. Sie werden aber auch wöchentlich in der Schnabeltier-Daily abgedruckt. Hast du auch irgendwas, das nicht aus Schnabeltieren gemacht ist? Naja, die Schnabeltierstatuen sind aus Ton. Aber ich benutze Schnabeltierwachs für die Lackierung. Was sind das für Grußkarten? Das ist Poesie. Schnabeltierpoesie. Also, wenn du mal Zeit hast, musst du mir unbedingt mal was von deiner Dichtkunst vortragen. Na, dann schnall dich mal an. Hier kommt jetzt der Klassiker. Ich bin hier. Du bist hier, Schnabeltier. Wow, ich fühle mich auf einmal so lebendig. Erleuchtet? Nein? Bewegt? Dank. Du belieferst auch das Schnabeltier-Restaurant? Ja, man kann viele leckere Gerichte aus Schnabeltieren machen. Aus Schnabeltier? Wenn es mal einen Engpass gibt? Oh, das wäre eine Katastrophe. Das Restaurant müsste seine Karte komplett umstellen. Aber so weit wird es nie kommen. Auf dem schwimmenden Schwarzmarkt gibt es überall unbewachte Nester. Okay. Was meinst du mit unbewachten Nestern? In jeder Generation gibt es ein ganz besonders böses Schnabeltier, das Nest des Rudels bewacht. Was können die schon groß machen? Nach deinen Fingern schnappen? Ich sag's dir, das sind richtige Biester. Reißen die sich etwa auch durch Handschuhe? Und Suspensorien. Wenn du dich für Nestwächter interessierst, Clubmitglieder können alles Wissenswerte über sie in der Schnabeltierfibel nachlesen. Juhu! Okay.
Was kannst du mir noch alles über Schnabeltiere erzählen? Eine Menge. Aber das würde den ganzen Tag dauern. Und das will niemand. Wenn du Mitglied im Schnabeltierclub wärst, würdest du von mir die Schnabeltierfibel bekommen. Da könntest du dann alles selber nachschlagen. Ach ja, das Leben könnte so schön sein. Sehr gut. Der Schnabeltier. Ah, da kann ich nach oben. Okay. Guck mal. Gibt es scheinbar nur Gerichte, die aus Schnabeltieren zubereitet sind. Das wird Lady Goal gar nicht gefallen. Nee, das glaube ich. Zeig mir mal die Bestellkarte hier. Ich würde gerne etwas zum Mitnehmen bestellen. Aber gerne doch. Suchen Sie sich einfach etwas vom Menüplan aus. Ich brauche ja diese Kekse dann, ne? Ich will ja einen Keks, damit ich da diesen... Ich habe ja Glück. Ich muss einfach Glück haben. Downsize? Ich habe gar kein Geld. Downsize 0,5. Supersize 0,5. Von ganz klein nach ganz groß ein. Okay. Ich probiere mal. Ich will die. Geht das? Aha, okay. Das funktioniert. Achso, nee, das wird wieder zum Anfang gehen, okay? Ah, warte, das kann ich zu zwei kleinen machen. Den großen kann ich zu einem großen davon machen. Was ist, wenn ich den so mache? Und die Abstufe. Das bringt mir auch noch nichts, ne? Kann ich mit so einem? Ändern, dann abstufen. Das geht, ne? Hey. Dann haben wir noch einen. Das bringt mir jetzt noch nicht genug, ne? Ah. Warte, schauen wir mal. Dahin 1, okay. Da hätte ich zwei große. Da hätte ich Getränke. Das wird mir auch nichts bringen.
Das bringt mir sowieso nichts. Warte, damit kann ich 1 Euro wegmachen. Wenn wir noch bei 2. Damit könnte ich 1,50 wegmachen. Das wäre rechnen, ne? Damit kann ich gar nichts wegmachen, aber damit kann ich 50 Cent wegmachen. Den hoch mache, niedriger mache, ein niedriger bringt mir nichts. Damit kriege ich aber nur einen weg. Ah, das wäre wieder neu. Was anders. Change it. Oh, mal ganz groß hier. Das wäre wenigstens was zum Essen für mich. Kann ich immer nur... nee, das ist zu wenig. Mit denen könnte ich mehr, ne? Bei 3 sind 4,5, das reicht nicht. Den dazu zu verwandeln bringt mir auch nichts. Dazu, aber das kriege ich damit nicht weg. Okay. Den runter. Ich kann nur 2 Getränke in Dings verwandeln, ne? Probieren wir es so nochmal runter zu machen. So oder so. Ich glaube, das wird mir auch nicht genug bringen, ne? Ist das Ihre Bestellung? Ja, wieso? Funktioniert aber auch nicht. Haben Sie überhaupt genug Geld dabei? Ich meine, so wie Sie rumlaufen. Einmal überlegen. Einen Augenblick bitte, bin sofort bei Ihnen. Oh, ein mächtiger Neptun.
Ein treuer Diener hat ein neues Opfer für dich gefunden. Morginos, Abrexidur, Lidon. Ich hätte mal gleich klingeln sollen. Extra Käse. Hört sich gut an. Extra Käse. Eigentlich ganz nett hier. Da bin ich endlich. Entschuldigen Sie, dass es etwas gedauert hat. Kein Problem. Was kann ich denn für Sie tun? Na, Igor. Romantisch haben Sie es hier. Finden Sie? Und ob? Die Aussicht, die Altstadt, fehlen nur noch die spielenden Kinder. Oh, einen Augenblick. Schnappel die Bauts. Da bin ich wieder. Kann ich noch etwas für Sie tun? Was hat es mit diesen Glückskeksen auf sich? Da bin ich mir auch nicht ganz sicher. Kein Problem. Jetzt geht er wieder runter. Das Opfer fragt nach den Glückskeksen, oh Herr. Ah, okay. Komischer Kurz. So, und schaut wieder zurück. Es handelt sich um eine kleine Aufmerksamkeit unseres Hauses. Wenn Sie Glück haben, gewinnen Sie sogar eine Probemitgliedschaft im Schnabeltierclub. Hurra! Was haben Sie denn so im Angebot? Nun, für das Restaurant gilt die Abendkarte. Hier okay. Am Takeaway-Schalter servieren wir hauptsächlich Schnabeltierburger. Ich hoffe, die sind nicht zu fettig. Ich will ja nicht meinen Astralkörper ruinieren. So, da werde ich lieber noch einmal nachfragen. What the fuck? Bodenhaltung. Bodenhaltung. Unsere Geschäftsführung möchte Ihnen versichern, dass wir für unsere Produkte ausschließlich die besten Zutaten verwenden. Und die wertvollen Vitamine stammen allesamt aus freilaufenden Saatblättern. Suchen Sie sich einfach etwas vom Menüplan aus. Sie können aus drei Menüs wählen. Außerdem können Sie Ihre Auswahl noch verändern. Es steht alles auf dem Plan. Oh, großer Namenloser. Hallo, Ornithwabbel. Gibt's denn gar nichts außer Schnabeltieren auf Ihrer Abendkarte? Da muss ich kurz nachsehen. Jetzt geht er wieder runter. Bitte einen Augenblick hier. Herr Black, oh, zum Wohl, bis der wieder oben ist. Nein, es tut mir leid. Solange wir noch einen gesicherten Nachschub haben, werden all unsere Speisen aus Schnabeltieren hergestellt. Okay. Ich hätte gerne einen Tisch für zwei Personen reserviert. Für zwei? Einen Moment. Ich glaube, wir haben ein zweites Opfer. Oh, Heiliger. Wie soll ich vorgehen? Autonominen. Hassurlodena. Konfuginos. Rioman. Adamon. Vorbestellung. Na, dann sag ich Ihnen das so. Hier ist der Kunde wirklich noch König. Naja. Wir können leider für heute keine Reservierungen mehr annehmen. Der einzige freie Tisch ist für Stammkunden reserviert. Okay, dann würde gerne etwas probieren wir doch mal. Ich will so ein Ding haben, ich weiß, dass das Rechner stehen muss. Sonst hätten die das nicht so kompliziert gemacht. Ich probiere es mit dem. Irgendwie müssen wir das her. Das können wir downgraden, ne?
Daraus können wir den machen, ne? Probier's mal ein bisschen komplizierter. Daraus können wir den machen. Den können wir downgraden, ne? Sieht doch schon besser aus. Den kann man hoch machen. Kann man umswitchen. Passt das schon? Ist das eine Stellung? Ja. Perfekt. So gut. Das macht an 0 Slotty. Das habe ich mir eben die ganze Zeit überlegt. Sagen wir 30%. Zu großzügig. Der Rest ist für Sie. Alles meins. Errungenschaft. Okay. Wir haben also einen Glückskeks. Kann man den. Bin mal gespannt, ob ihr mein sprichwörtliches Bastlerglück die Probemitgliedschaft im Schnabeltierclub geangelt hat. Das größte Glück ist, andere Lächeln zu sehen. Verdammt, schon wieder eine Niete. Kann ich das jetzt theoretisch so lange machen, wie ich will? Ich hätte gern dasselbe wie eben. Einmal wie immer. Kommt sofort. Okay. Die größten Fische fängt man mit Geduld. Verdammt, schon wieder eine Niete. Ich glaube, da brauche ich jetzt die ganze Zeit Geduld, oder? Immer. Kommt sofort.